Wir gehen davon aus, also wenn das so eintritt mit dem Grundeinkommen, dass die Leute mehr in Beschäftigung gehen würden. Die Frage, die ich da entgegenstelle, ist, würde denn durchaus auch mehr Beschäftigung angeboten? Nachgefragt, ja. Das ist ja die andere Geschichte. Das ist ja das, wo auch heute die Jobcenter darunter leiden, dass sie die Leute ja gar nicht, also unabhängig davon, ob sich das lohnt, aber dass sie gar nicht die Arbeitsstellen anbieten können, damit die Leute untergebracht sein können. Ja. Also, wir haben ja schon richtig erkannt, das ist eine partielle Betrachtung, nämlich nur die der Angebotsseite. Wenn man sich das Ganze dann in einem allgemeinen Gleichgewichtsmodell anschaut, dann ist es so, dass wir hier die Arbeitsnachfrage haben und hier das Arbeitsangebot. Und die Arbeitsnachfrage nach gering qualifizierter Arbeit zum Beispiel, die ändert sich ja erstmal nicht durch die Einführung eines Grundeinkommens. Aber das Arbeitsangebot würde sich jetzt halt ändern. In dem Beispiel würde es eine Erhöhung des Arbeitsangebots geben, was im Endeffekt dazu führen würde, dass die Menge an Arbeit steigen würde im Verhältnis zu hier und der Preis bzw. der Lohn, der würde dann halt in dem Fall sinken. Wobei da, wie gesagt, wir haben das nur partiell gemacht, da auch die Frage ist, es wird ja häufig behauptet und ich denke auch, dass es nicht allzu verkehrt ist, dass die Arbeitgeber halt eine gewisse Marktmacht haben, vor allen Dingen in diesem Niedriglohnsektor, weil die Leute gezwungen sind, die Arbeit aufzunehmen. Bei Marktmacht kann man jetzt zum Beispiel als Monopson auffassen. Was heißt das? Also es gibt auf der einen Seite ein Monopol. Das ist, wenn der Anbieter Marktmacht hat. Und ein Monopson ist einfach nur, wenn der Nachfrager Marktmacht hat. Also jetzt der Nachfrager nach Arbeit. Also der Arbeitgeber ist der Nachfrager nach Arbeit. Die Mine in den Standort und die Mine ist die einzige Arbeitgeber. Genau. Und die Marktmacht würde dadurch signalisiert sein, dass der Arbeitgeber sich anschaut, okay, wenn ich jetzt, der weiß ja, umso mehr Leute ich einstelle, desto höher ist der Lohn, den ich denen zahlen muss. Und ich muss diesen Lohn jedem bezahlen, den ich neu einstelle. Das heißt, im Endeffekt ist das hier die Grenzkostenkurve, die für ihn entsteht. Ich lasse das jetzt mal so stehen, das müssten Sie dann nochmal nachschauen. Im Endeffekt kommt dabei jedenfalls heraus, dass der Arbeitgeber würde sich überlegen, okay, dann wähle ich folgenden Punkt, diesen Punkt hier und zahle den Leuten halt entsprechend diesen Lohn nur und kriege dafür diese Arbeit. Und wenn ich jetzt die Marktmacht auflöse, dann bin ich halt in diesem Punkt hier, wo die Arbeitsmenge auf jeden Fall gestiegen wäre und der Lohnsatz steht nicht ganz fest, ob der gestiegen wäre oder nicht. Also ob dieses erweiterte Arbeitsangebot jetzt komplett durch die Marktmacht dann wieder revidiert wird und wie der Lohn dann im Endeffekt steht, ist, kann man nicht so leicht sagen. Aber jedenfalls kann man auch die Marktmacht berücksichtigen, der Arbeitgeber. Und an der Nachfrage verändert sich erstmal grundsätzlich nichts. Bedeutet das nicht auch eine Verbindung für den Arbeitgeber dann letztendlich? Wenn er keine Marktmacht hätte, der Arbeitgeber, dann würde es auf jeden Fall zu einer Verbilligung des Faktors Arbeit kommen, genau. Würde der Lohnsatz sinken. Muss ja nicht mal unbedingt schlecht sein. Also ich kann mir dann ja die Arbeit dann auch ein bisschen, da spielen andere Sachen wieder rein. Ich kann mir die Arbeit ja ein bisschen aussuchen, die ich wähle. Die ist dann ja vielleicht auch qualitativ hochwertiger. Ich bin nicht mehr so darauf angewiesen auf den Lohnsatz. Aber es kann sein, dass diese Arbeit dann günstiger wird tendenziell. Aber wenn der Arbeitgeber Marktmacht hatte zuvor und niedrige Löhne hat zahlen können, weil er halt antizipiert hat, dass der andere darauf angewiesen ist, Arbeit zu kriegen, dann kann es sogar sein, dass der Lohnsatz steigt im Endeffekt. Das ist die Geschichte mit dem Monopson. Also der Begriff in der Literatur ist Monopson, Marktmacht, Arbeitgeber. Müsste man mal schauen. Das ist so ähnlich in Amerika, Pennsylvania und New Jersey. Das sind geografisch zwei Staaten, die liegen direkt aneinander. Und dann hat man den Mindestlohn in Pennsylvania eingeführt und die neoklassische Theorie erwartet, dass dann erhöhte Arbeitslosigkeit, weil die Lohn ist nicht mehr flexibel und die Leute, die bereit wären bei McDonald's an Route 22, das geht direkt entlang die Grenze dieser zwei Staaten, die würden nicht mehr bei McDonald's oder Burger King essen können. So. Und was rauskam empirisch gegen das, was die Theorie erwartet, ist tatsächlich, mehr Leute sind eingestellt worden. Aber, also die Beschäftigung ist erhöht worden durch den Mindestlohn. Aber die Beschäftigung, wie es zusammengestellt war, hat sich geändert. Man hat mehr Part-Time, junge Leute, Teenagers, College-Students und so weiter eingestellt, ja, für wenige Stunden, aber mehr Leute eingestellt. Ja. Das heißt, der Arbeitsmarkt ändert sich auf jeden Fall. Also wir sagen nicht, dass das gut ist. Wir versuchen nur zu zeigen, dass im Rahmen der Mainstream-Denkstrukturen, dass diese Basic-Einkommen auch im Sinne von Neoklassik, weil wir
der klassisch oft als die böse Geist immer hingestellt wird, in diesem Konzept auch sehr gut reinpasst. Ne? Aber dies, das, wie gesagt, die Nachfragezeiter haben wir in diesem Paper nicht drin. Das muss man noch explizit analysieren. Bei der Nachfrage hängt es auch davon ab, wie elastisch die ist. Wenn die sehr in diese Richtung hier verläuft, dann würde natürlich der Lohnsatz sich überhaupt nicht verändern. Also wenn die Nachfragekurve jetzt einfach hier so eine Gerade wäre, dann wäre der Lohnsatz halt vorher irgendwie jetzt hier gewesen und danach ist er halt da. Also der Lohnsatz wäre genauso hoch. Es hängt von der Elastizität der Arbeitsnachfrage ab, von der Marktmacht der Arbeitsnachfrage. Also da spielen auch andere Faktoren mit rein, wo der Lohnsatz im Endeffekt landen wird. Klar ist jedoch, wenn sich das Arbeitsangebot erhöht, dann wird sich auch die Arbeit oder das Arbeitsmarktgleichgewicht so erhöhen, dass halt mehr Leute Arbeit aufnehmen werden als zuvor. Also die Arbeitslosigkeit geht zurück. Das ist auch das, was wir zeigen wollen. Dann habe ich mal noch mal eine Frage, und zwar habt ihr oder gibt es in dem Modell irgendeine Möglichkeit, die, sag ich mal, Realitäten mit reinzunehmen, dass ja Hartz-IV-Empfänger trotz der beschissenen Situation noch arbeiten gehen für dasselbe Geld? Gibt es da in dem Modell eine Chance? Und in dem, so sagen wir, im Hartz-IV-Modell ist das eine untere Abschätzung von Arbeitsanreiz oder Angebot, weil eigentlich ist das ja höher als das, was man nach dem Modell kriegt. Könnt ihr sagen, ob das für das sozusagen Grundeinkommensmodell auch eine untere Abschätzung ist oder wie sich das zueinander verhält? Gibt es da in der Theorie irgendwelche? Also auf die erste Frage wird halt im neoklassischen Arbeitsangebotsmodell immer davon ausgegangen, dass Arbeit erstmal als was Negatives empfunden wird und dass keiner dazu gezwungen werden kann, Arbeit aufzunehmen. Man könnte das natürlich aber mit einbringen, so nach dem Motto, oder unterschiedliche Arbeiten, unterschiedliche Arten der Arbeit mit einzubringen als verschiedene Inputfaktoren. Dann könnte man es aber zumindest nicht mehr so schön zweidimensional darstellen. Das wäre dann auf jeden Fall weg, aber es könnte funktionieren. Die Frage, ob dann die Komplexität das rechtfertigt, was dann zusätzlich an Informationen bei rauskommt. Das war die zweite Frage. Na, ob sich sozusagen in dem Hartz-IV-Modell ist ja die reale Arbeitsangebot größer. Ja. Und ist zu erwarten, dass das in dem Grundeinkommensmodell auch so ist? Also ja, wenn jetzt wirklich, sage ich mal, alle Menschen gezwungen werden würden, irgendeine Arbeit aufzunehmen, dann hätten wir, also im Hartz-IV-System, wie es ja eigentlich sein sollte, laut des Hartz-IV-Systems, dann hätten wir gar keine Arbeitslosigkeit im Moment und die würde sich dann erhöhen durch die Einführung des Grundeinkommens, weil es bestimmt Menschen gibt, die es präferieren würden, nicht zu arbeiten. Ja. Die KAB spricht von der sogenannten Tätigkeitsgesellschaft. Das heißt, also alle Arbeit, nicht nur die Erwerbsarbeit, soll gleichrangig sein, also Ehrenamt, ja, ne, und Familienarbeit. Wie würde sich das denn auswirken? Habt ihr das dann auch bei untersucht? Ja, also wir Ökonomen denken ja immer so im Nutzenkalkül. Und es ist halt, wenn man sich jetzt nur mal überlegt, dass jemand gezwungen werden würde, der C jetzt arbeiten müsste, würde sich dann irgendwo hier befinden, muss arbeiten, kann aber nur genauso viel konsumieren im Hartz-IV-System oder nur minimal mehr, dann würde sich auf jeden Fall sein Nutzen halt verringern, weil er auf einer niedrigliegenden Indifferenzkurve sich befinden würde. Das heißt, es geht Wohlfahrt dadurch verloren, dass man Menschen dazu bringt, Arbeit aufzunehmen. In diesem Modell. Ja. Nee, aber ich sag mal, ich versorge meine alte Mutter. Ja. Ne, kann dementsprechend auch eigentlich nur noch weniger arbeiten, weil ich einen gewissen Stundenersatz auch dafür ja verwenden will und muss. Das sind im Prinzip Menschen, die eine hohe Präferenz in dem Modell für Freizeit haben. Das ist ja eine Freizeit mit integriert dann diese. Ich habe noch eine Frage, ob der Mindestlohn selbst hier nach dem Modell eigentlich dann noch notwendig wäre, wenn wir das BGE hatten, nach dem neoklassischen. Also ich halte den sowieso nicht für notwendig. Das ist Sache. Aber wäre dann noch weniger notwendig und sogar vielleicht kontraproduktiv. Weil Menschen ja dann aus der... Beim Mindestlohn ist es ja immer so, dass bestimmte Arbeiten für den Arbeitgeber einen geringeren Wert haben, als es dem Mindestlohn entspricht. Und für mich sollte vorrangiges Ziel sein, daneben, dass jeder Mensch natürlich in Würde leben kann in Deutschland, dass jeder Mensch auch, jedenfalls wenn er möchte, eine Arbeit aufnehmen kann. Und das wird verhindert durch einen Mindestlohn. Und das finde ich eigentlich viel unsozialer, als irgendwo eine bestimmte Lohnuntergrenze festzusetzen. Da gibt es auch, das hat jetzt nichts damit zu tun, aber auch in der Ökonomie, die sogenannte Glücksforschung ist ja mittlerweile relativ bekannt.
wo es aber auch Erkenntnisse gibt, dass es dem Menschen extrem wichtig ist, Arbeit zu haben und ihm gar nicht so wichtig ist, wie gut die entlohnt wird. Und deswegen bin ich eher gegen einen Mindestlohn, weil der halt häufig, wenn auch nicht immer, zur Vernichtung von Arbeit führt. Aber da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Ich hätte aber noch mal eine Folgefrage, weil du konntest ja gerade nicht genau sagen, läuft das jetzt auf eine Lohnsteigerung oder das Sinken? Das ist nicht sicher. Genau, das ist nicht sicher. Wenn es aber darauf hinausläuft, dass Löhne sinken, entsteht da nicht vielleicht eine neue Form von Arbeitsausbeutung und knüpft das dann nicht an die Frage, ob wir dann nicht noch Mindestlohn brauchen? Weil nein, das ist freiwillige Arbeit. Das ist ja nicht gezwungen. Also Arbeitsausbeutung ist immer, wenn der Arbeitgeber Arbeit Macht hat und diese ausnutzt, um dem Arbeitnehmer einen geringeren Lohn zu zahlen, als der Arbeitnehmer eigentlich wert ist. Und das passiert, wenn er hier Marktmacht hat, im Monopsonfall zum Beispiel. Aber der Fall eines ganz normalen Marktgleichgewichtes, wo keine Marktmacht herrscht und jeder freiwillig sich in dieses Gleichgewicht bewegt, da liegt keine Ausnutzung von irgendwem vor. Wann ist denn eine Freiwilligkeit drin? Also das muss man ja erstmal definieren. Da will ich direkt dazu. Ja, wenn wir in diese Grafik unterstellen, dass ein Grundeinkommen bezahlt wird. Ja? Und dann sind Sie eine alleinstehende, alleinerziehende Frau mit einem Kind. Dann haben Sie einen unterschiedlichen Reservationslohnsatz, bei dem Sie willig sind, zur Arbeit zu gehen, weil Sie wollen Ihr Kind versorgt haben, während Sie bei der Arbeit sind. Das heißt, Sie sind nicht bereit, für 6 Euro die Stunde arbeiten zu gehen, weil Sie einen Babysitter haben müssen. Das heißt, der Babysitter kostet vielleicht, wenn es ein Teenager ist, 4 Euro. Das heißt, Sie müssen mindestens 8,50 Euro verdienen. Das heißt, aber Sie würden dann eine Tätigkeit für 6 Euro gar nicht annehmen wollen. Und vorausgesetzt, diese Grundeinkommen deckt Ihr Mindest. Vorausgesetzt? Das ist klar. Also, ja, das wir sind nicht auseinander. Wir, da kommt ja noch das Grundeinkommen vom Kind dazu. Das kommt dazu noch. Also, das heißt, also ich bin ein bisschen anderer Ansicht, was der Mindestlohn hat. Also, ich könnte mir vorstellen, dass ein Mindestlohnsatz sinnvoll ist, aber dann muss ich flächendeckend sein, also europäisch flächendeckend. Ja. So, und dann ist dieses Argument mit ein bisschen entkräftig. Aber wir sind alle, glaube ich, hier in diesem Raum auf die gleiche Wellenlänge. Aber man muss mit 40 Stunden Arbeit in der Woche, wenn man das aus historischer Gegebenheit oder 38,5 in Deutschland oder was auch immer, zumindest davon leben können, und zwar gut leben können, als Familie. Und es kann ja nicht sein, dass wie bei Walmart in Amerika, die Leute arbeiten für 7,50 Dollar in Kalifornien, die Mutter und Vater, beide arbeiten bei Walmart, die Walmart-Manager trainieren die Walmart-Mitarbeiter, wie sie den Wohlfahrtsstaat, die staatlichen Programme ausnutzen können. Das heißt, man geht einkaufen bei Walmart, denkt, es ist kostengünstig, billig, aber am Ende des Jahres, wenn der Staat Kalifornien die Peach-Programm, wo die Kinder ihr kostenloses Mittagessen beziehen, wo die Eltern bei Walmart arbeiten, das sind 6 Millionen Dollar, die so am Ende des Jahres, das was sie bei Walmart eingekauft haben, die implizite Preise ist das Dreifache. Und die neue Business-Strategie kann es nicht sein, dass die multinationale Unternehmung den Wohlfahrtsstaat absieht. Ja? Ja. Und deswegen denke ich, wir sind alle auf die gleiche Wellenlänge. Wir sind keine Hardcore-Neoklassiker. Wir sind sozial marktwirtschaftlich eingestellt. Und es muss so sein, dass man von Arbeit, wenn man arbeiten will, ordentlich davon leben kann. Und das kann man im Rahmen dieses Modells sogar noch zeigen, in dem Konstrukt der eigentlich meistens negativ konnotierte neoklassische Mainstream-Denken. Lässt sich die Umverteilung der Arbeit irgendwie quantifizieren? Also du hast im Modell schön gezeigt, dass das Arbeitsangebot verbreitet. Also mehr Leute haben so zum Teil am Arbeitsmarkt oder zumindest was die Angebotsseite angeht. Lässt sich das irgendwie quantifizieren, so dass man das als sozusagen Gespräch mit Menschen irgendwie leichter sagen, also wie 10% mehr Leute können arbeiten oder ist das in dem Modell nicht vorstellbar? Also wir haben es mit Funktionen unterlegt, wo wir dann sagen könnten, ein Individuum mit der und der Präferenz wird so und so viel vorher, so und so viel nachher arbeiten. Aber das ist ja dann nach wie vor nur innerhalb des Modells. Mit nur einem Konsumgut und der Freizeit. Ja, ich glaube, dass eine Dynamik entsteht, das könnte ja unter Umständen auch so sein, dass sich dann Arbeitszeiten verändern, also mit einer geänderten Ausgangssituation. Ja, ist alles noch offen. Ich denke, ein Grundeinkommen würde dazu führen, also erstmal, dass die Arbeitslosigkeit verringert werden würde, dann aber auch dazu, dass Menschen halt tendenziell eher weniger arbeiten würden. Und nicht mal unbedingt dann dadurch weniger produktiv. Also ja klar, da können ganz viele dynamische Wirkungen entfallen, das ist ein statisches Modell. Seit Jahren glaubt jeder in Amerika ausgebildete Ökonom, ein Mindestlohn ist schlecht. Und dann haben wir einmal empirisch
die Festlegung gemacht, das muss gar nicht so schlecht sein. Und vielleicht ist es bei den Grundeinkommen genauso. Wir müssen es einfach probieren. Ja. Das Problem bei vielen Wirtschaftswissenschaftlern ist halt auch beim Mindestlohn und auch beim Grundeinkommen, dass sie halt immer nur das Grundmodell im Kopf haben und dann sagen, nein, das ist schlecht. Aber die berücksichtigen nicht, wenn wir jetzt von einem Fall ohne Sozialhilfe zum Grundeinkommen gegangen wären, dann würde sich das Arbeitsangebot verringern, okay. Aber das ist halt nicht die Welt, in der wir leben. Und deswegen fanden wir es halt einen wichtigen Beitrag, um mal zu zeigen, Leute, macht mal eure Augen auf. Erstmal unseren eigenen Kollegen, aber auch um Nicht-Wirtschaftswissenschaftlern zu zeigen, dass das neoklassische Modell nicht immer irgendwie negativ, böse, wie auch immer sein muss. Aus der Grafik, wenn man jetzt kritisch rauslesen will, dass, könnte man da rauslesen, dass die gesamte Wertschöpfung bei einem bedingungslosen Grundeinkommen nicht geringer wäre, weil der Arbeitnehmer A höher gestellt ist als, oder auch besser qualifiziert ist als der Arbeitnehmer C. Und in dieser Grafik, der Arbeitnehmer A... In dem Fall ist er nicht höher qualifiziert. Das ist, alle sehen sich dem gleichen Netto-Lohn gegenüber. Das entspricht ja der Steigung dieser Budgetgeraden. Das heißt, jeder hat erstmal die gleiche Qualifikation. Arbeitnehmer A ist nur jemand, dem die Erwerbsarbeit wichtiger ist als Arbeitnehmer C. Deswegen arbeitet er im Gleichgewicht mehr. Also der Workaholic. Ja. Ja, ich habe nochmal in Bezug auf, wie stark die Arbeitslosigkeit sinken wird. Ich denke, sie wird in den Bereichen sinken, wo derjenige, der Arbeit sucht, wirklich konkurrenzfähig ist auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben natürlich durch das Problem der Globalisierung eine sehr viel höhere Konkurrenz heute. Also das ist eine Geschichte, die darf man nicht ohne dieses Problem der Globalisierung denken, das heißt einem offenen Arbeitsmarkt. Also die Leute können kommen von Polen, die können kommen von Frankreich, die können jetzt von Deutschland kommen, die können von Spanien kommen. Und da verringert sich natürlich, je nach Qualifikations- und Fitnessniveau, die Konkurrenzsituation. Aber die konkurrieren können, die werden eine Arbeit aufnehmen. Und die anderen, die ein Grundeinkommen kriegen, können nicht konkurrieren. Also ich denke, es wird den Arbeitsmarkt nicht, es wird die Arbeitslosigkeit nicht entlasten, aber es wird den anderen ihre Würde wieder lassen, weil heute von Leuten erwartet wird, dass sie arbeiten, die nicht arbeiten können. Also die nicht konkurrenzfähig sind, die können schon arbeiten, aber die sind nicht konkurrenzfähig auf dem Arbeitsmarkt. Und da haben wir ja nochmal ein anderes Problem. Das ist auch so ein bisschen eine Mindestlohnfrage wieder. Also konkurrenzfähig, für 10 Cent stellt mich jeder ein. Nein, auch für 4,10 Euro nehme ich den, der am fittesten ist. Auch ja, schon, aber wenn der weniger fit ist, dann auch weniger Geld von mir noch verlangt, dann nehme ich vielleicht auch den. Also, jetzt kommt auf die Tätigkeit an. Ja, natürlich kommt es auch auf den. Der Dachdecker mit 70 ist unvorstellbar. Ne? Mhm. So, jetzt habe ich noch 2 Meldungen registriert. Was ich in der Grundeinkommen-Diskussion vermisse, ist eigentlich die Umsetzung. Also, mir fehlt der Wettbewerb zwischen Befürwortern und Gegnern. Also, mir würde vorschweben, einen Feldversuch zu starten, wo in einer bestimmten Region, also wo eine Symbiose aus Wirtschaft und Gewerbe und sozialen Leistungen, wo man das sozusagen wirklich erforscht, in einer absehbaren Zeit mit empirischen Daten auch versieht und dann durch sozusagen wirklich in einen Wettbewerb tritt der Anschauung, der Ideologien. Da kann ich sagen, dass sowas halt leider ganz, ganz schwierig ist. Also ich habe in Magdeburg studiert, da gibt es die sogenannte Magdeburger Alternative, das ist ein Kombilohnmodell, ist ja auch egal. Jedenfalls wollten die das auch testen und haben dann sogar die Bestätigung gehabt vom Land Sachsen-Anhalt, dass sie es testen dürfen im Land Sachsen-Anhalt. Aber dann gab es wettbewerbsrechtliche Bedenken von Seiten der Bundesregierung und der EU, weil dann ja die Leute, die innerhalb Sachsen-Anhalts leben würden, einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Mitbürgern der EU hätten und dadurch wurde das gecancelt. Und genauso würde das wahrscheinlich auch hier drauf, wenn man das irgendwo nur im Kleinen einführen wollen würde, dann würde es ganz viele rechtliche Bedenken geben und das würde gekippt werden. Ja, aber das ist genau die Basis, um das zu untermauern, was Sie uns jetzt vorgetragen haben. Ne? Ja, ich fände es ja auch gut. Ich sage nur, das ist wahrscheinlich der Grund, warum das bisher noch gar nicht angedacht worden ist, weil es leider sehr schwierig ist, sowas umzusetzen im Kleinen. Vielleicht haben wir nur die Pilotprojekte. Oder Liechtenstein. Ja, das wäre ja so. Oder brauchen wir von außen die Unterstützung? Denn wenn das in der Schweiz umgesetzt wird, haben wir vielleicht dort einen Feldversuch. Ja, wäre auch mal interessant. Ansonsten habe ich gestern zumindest gelernt, dass von der EU-Kommission ja durchaus so,
so Innovation und so eine... Die haben das total abgesägt. Ja, aber ich bin da gar nicht so pessimistisch, dass da irgendwann im Laufe der nächsten Jahre auch aus Europa wieder so eine Sachen kommen. Und bin zumindest bei der Grundeinkommensdebatte überzeugt, dass das, wenn auch über die Europäische Kommission kommt, als über ein nationales, also ein Land der Eurogruppe oder der Euro-Staaten. Also von der Europäischen Union kommt der EMS-Vertrag, aber sonst nichts. Ich meine, die Debatte kommt spätestens in einer anderen Form demografisch in Deutschland, wann die Alters-Rente-Armut-Situation angeht. Genau. Das ist nur eine Frage von 20 Jahren. Okay, dann vielen Dank für den Vortrag.